Felix und das Abenteuer im Wunderwald. Gute Nachtgeschichten für Kinder zum Einschlafen. www.markusflicker.com. In einer kleinen Stadt, irgendwo in einem ruhigen Viertel, fand der vierjährige Felix eines Abends ein leuchtendes Buch unter seinem Bett. Es war kein gewöhnliches Buch. Seine Seiten glühten mit einem sanften, warmen Licht, das Felix sofort faszinierte. Als er das Buch vorsichtig öffnete, entfaltete sich eine detaillierte Karte des Wunderwaldes vor seinen Augen. "Dieser Wald ist voller Geheimnisse und Wissen", flüsterte eine sanfte Stimme, die aus dem Nichts zu kommen schien. Mit einem Hauch von Magie und einem Gefühl der Neugier wurde Felix plötzlich in den Wunderwald transportiert. Der Wunderwald war ein Ort wie kein anderer, mit schimmernden Blättern und einer Atmosphäre, die vor purer Magie knisterte. Hier traf Felix auf Ho, die weise Eule, die in einem alten, knorrigen Baum wohnte. Funkelnden Augen und einer beruhigenden Stimme begrüßte Felix. "Ich werde dir die Geheimnisse der Natur zeigen." Zusammen flogen sie, unterstützt durch Hos mächtige Flügel, über den dicht bewachsenen Wald. Ihr erstes Ziel war der Baum des Wissens. Ein majestätischer Baum, dessen Äste und Blätter aus Büchern bestanden. Felix lernte, dass Bäume Sauerstoff produzieren, welche alle Lebewesen zum Atmen brauchen und wie wichtig sie für das Ökosystem der Erde sind. Als nächstes besuchten sie den Fluss der Zahlen. In seinen klaren, fließenden Wassern schwammen Zahlen wie leuchtende Fische. So erklärte Felix die Grundlagen des Zählens und einfache Mathematik. Felix, fasziniert von dem Gedanken, dass Mathematik überall in der Natur zu finden ist, war begierig, mehr zu lernen. Im Tal der Buchstaben waren die Hänge bedeckt mit blühenden Blumen, deren Blütenblätter in Form von Buchstaben in die Luft stiegen. Felix lernte, Buchstaben zu erkennen und einfache Wörter zu bilden. Er verstand schnell, wie entscheidend Lesen und Schreiben für das Lernen und Kommunizieren sind. Der Garten der Jahreszeiten offenbarte die Schönheit und das Mysterium der vier Jahreszeiten. Felix sah, wie die Natur sich im Laufe eines Jahres veränderte und wie Pflanzen und Tiere sich in ihre Umgebung anpassen. Er lernte über den Zyklus von Leben, Wachstum und Erneuerung. Nachts unter einem klaren Sternenhimmel führte Ho Felix in die Astronomie ein. Sie erzählten ihm von den Planeten, Sternen und wie Astronomen den Himmel erforschen. Der Anblick der unendlichen Weiten des Universums hinterließ einen tiefen Eindruck bei ihm. Nach einer Nacht voller Entdeckungen und neuen Erkenntnissen brachte Ho Felix zurück in sein Zimmer. "Jede Nacht kannst du hierher zurückkehren und mehr lernen", versprach die Eule, bevor sie in der Dunkelheit verschwand. Zurück in seinem Bett, umgeben von der vertrauten Dunkelheit seines Zimmers, schlief Felix ein. Er träumte von seinen Abenteuern im Wunderwald und war voller Vorfreude auf alles, was er noch lernen würde. Diese magische Nacht war nur der Beginn einer Reihe von Nächten, in denen Felix den Wunderwald erkunden und sein Wissen erweitern würde. So endet die Geschichte von Felix und seinem außergewöhnlichen Abenteuer im Wunderwald. Eine Geschichte, die zeigt, wie spannend und bereichernd das Leben, das Lernen
über die Natur, Mathematik, Astronomie und die Jahreszeiten sein kann. Gute Nacht, schlaf gut und träum von deinen eigenen Entdeckungen in dieser wunderbaren Welt des Wissens. Schlaf gut und träum schön. www.markusflicker.com. Das Buch ist auch auf Amazon.